Weiter geht's bei The Last of Us PS5. Wir sind doch tatsächlich im letzten Part nicht gestorben, trotz der vielen gnadenlosen und asozialen Hunter. Aber sind wir wirklich schon sicher? Hier, komm her, Ellie. Okay. Na bitte. Ich finde Espresso in so Glas immer ultra schön. Das soll es aber auch für den Flex in diesem Stream gewesen sein. Jetzt wieder Demut. Wir sind fast da. Kriegen wir hin, oder? Und wie immer Looky Looky machen, nichts verpassen. Auch wenn es uns gut geht. Ja. Sehr viele Ressourcen. Ausnahmsweise mal am Start. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Oha. Nicht sehr schön. Militärvorbereitungsschule. Ja. Ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten? Oder sie sind tot? Oder sind geflohen. Aber du glaubst das nicht. Ich glaube, wir müssen aus der Stadt raus. Los. Traurig. Wir haben so eine Gläser auch. Sind auch nicht neu, sind nicht teuer. Militärvorbereitungsschule, FEDRA. Diese Räumlichkeiten wurden hiermit für die Nutzung durch FEDRA gemäß dem Sicherheitsgesetz Abschnitt so und so gesichert. Die Gläser sind wirklich nicht teuer und sind echt stylisch. Endlich mal live erwischt. Herzlich willkommen. Heute auch ein besonderer Part, ich hab's gestern schon gesagt. Vielleicht mein Lieblingsteil des Spiels erwartet uns heute. Aber auf jeden Fall ein besonderer Teil. Da ist noch eins. Die Poster sind überall. Werbung, Ellie. Werbung. Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Ich wollte schon fragen, den schaut er sich doch niemals freiwillig an. Das ist einfach der Twilight-Fake der The Last of Us-Welt. Wahrscheinlich irgendeine Dame, die er kennengelernt hat. Es ist ja, soweit ich weiß, nichts über seine Frau bekannt. Die er ja mal hatte, denke ich. Zumindest hatte er eben eine Tochter. Dann hast du meistens auch eine Frau. Aber was ist mit der geschehen? Ich glaube nicht, dass man das irgendwie erfahren kann, oder Chat? Gehen wir durch die Gasse. Oh nein. Der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Nein. Weiter. Ich weiß nicht. 20? 25, Mann. Was denn? Ich schwöre. Du hast 25 Dosen Bacon? Ja, 24. Hab eine verputzt. Ja, hast du 24 Dosen Bacon? Militärstunde im Hotel. Von damals. Ruben und ich sind drauf gestoßen und haben alles geteilt. Das sollte ich erzählen. Dann machst du mehr. Warum? Warum wohl? Ich will was. Ja, klar willst du. Mann, ich hab deinen Arsch vor dem Klicker gerettet. Ich denk drüber nach. Ich hätte dich verrecken lassen sollen. Oh Mann, ich mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Ich hoffe, es schmeckt wirklich gut. Bacon, Mann, da schmeckt das gut. Das ist wirklich viel Bacon. Zu viel. Äußerst ungesund.
Und gönne ich denen nicht. Den Bacon nehmen wir ihnen ab, Leute. Den behalten wir. So, jetzt Kampf um Bacon. Vielleicht ist Joel auch mit seiner Tochter in den Film gegangen. Okay, das könnte auch sein. Ja, stimmt. Könnte tatsächlich auch sein. Ich glaube, ich gehe wieder rauf und versuche von da aus mit dem Bogen zu schießen. Weil die Halle ist etwas riskant. Andererseits, wenn ich jetzt runterspringe... Jetzt kriege ich ihn, oder? Ich steche ihn mal mit einem Messer ab. Und es war insane knapp. Aber es hat geklappt. Jetzt denke ich, haben sie aber was gesehen. Achtung! Ach, stopp die! What the fuck? Verdammt, womit schießen die da auf uns? Deine Art Geschützturm! Bleib unten! Nicht verlieren! Okay. Ich weiß nicht, warum wir entdeckt wurden. Hier drüben! Ich weiß nur, wir können auf gar keinen Fall da raus. Scheiße, Mann. Volle Konzentration jetzt. Wenn dieses Artilleriegeschütz mich erwischt, dann war's das. Aber ich muss an dem vorbei, oder? Der blockiert halt die Straße gerade. Sehr geniales Game, überlege es nochmal zu zocken. Ey, du kannst The Last of Us wirklich nicht zu oft zocken und auf PS5 lohnt es sich nochmal wegen dem Grafik-Update. Mein Playthrough liegt ja schon einige Jahre zurück, deswegen... muss ich da gar nicht lange drüber nachdenken. Aber ich glaube, selbst wenn man das Original oder Remaster regelmäßig spielt... lohnt sich das hier trotzdem. Digga, wie soll ich da bitte vorbeikommen? Ich weiß halt auch immer noch nicht, wer mich gesehen hat. Oder ist das gescriptet? Wo muss man denn hin? Denke ich hier rüber. Lauf! Oh mein Gott. Sorry, ich kann gerade nicht in den Chat schauen. Es ist zu wild. Ellie, los, Deckung! Ja! Gib mir Deckung! Junge, Junge. Ich gehe ran. Oh, er kommt, er kommt. Das ist das Problem, die können einfach außen rum. Ich nicht. Nicht verlieren! Okay, nice Header. Da ist noch einer. Ein Remaster für 80 Euro ist zu viel. Es ist aber kein Remaster, es ist ein Remake. Trotzdem teuer, ja. Aber bitte lernt den Unterschied Remaster und Remake. Dann ist es jetzt mal Zeit für eine Reifbombe.
glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Boah, ey. Hier war Papier. Und eine Schere. Ich glaube, ich stelle ein drittes Medikit her dafür. Und nehme den restlichen Stuff mit. Was ist der Unterschied? Ein Remake wird komplett neu gemacht. Ein Remaster wird im Prinzip einfach nur hochskaliert mit geringen Anpassungen. Aber ein Remake ist wirklich von Grund auf neu programmiert. Es ist nicht dasselbe Spiel in einer besseren Version, sondern es ist von Grund auf neu dran gearbeitet worden. Und teilweise auch Dinge verändert worden. Was es auch nochmal beweist, aber ja, das ist der Unterschied. Port. 1:1 dasselbe Game auf einer anderen Konsole oder Plattform veröffentlichen. Remaster. Dasselbe Game in einer besseren Version. Meistens hochskaliert, hier und da ein paar Texturen angepasst. Remake. Von Grund auf neu gemacht. Und den Unterschied sollte man dann auch sehen, sonst ist es nicht schlechtes Remake. Ist das jetzt noch ein zweiter Wagen? Achso, nee, der kann darüber schießen. Scheiße. Aber ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, komm. Das macht doch viel zu viel Schaden. Ich weiß nicht, ob man da noch rein kann. Egal. What the? Er dachte sich so, YOLO. Was ist mit dem los, ey? Und ich könnte mir fast mal die Heilung reinballern. Schön. Es ist das gleiche, nur die Grafik ist besser. Ja. Trotzdem von Grund auf neu dran gearbeitet. Und ne, stimmt nicht ganz. Steuerung wurde natürlich angepasst an den DualSense. Es gibt neue Barriereoptionen. Es ist ein schönes, vollwertiges, aber teures Remake. Sind wir hier gleich durch. Oh mein Gott, was? Der ist einfach hinter die Absperrung gefahren. Aber hier kommt er nicht rein. The Last of Us für PS4 war ein Remaster. Weil das war die PS3-Fassung in besser. Das hier ist ein Remake. Sind wir das blöde Ding jetzt endlich los? Weil der sprengt auch jedes Mal den Lautstärkeregler. Weiß, man hat mich ab und zu nicht gehört. Oder nicht gut. Versucht das aber immer parallel anzupassen. Auch mit eurem Chat-Feedback natürlich. Warte, war das dasselbe Fenster wie vorhin? Bin gerade nicht sicher. Ah ja, doch. Okay, dann raus da. Oh, da ist das Ding. Ich glaube, sie sind weg. Ja.
Hoffentlich, Mann. Warum da wohl die Tücher sind? Habt ihr eine Idee? So direkt neben dem Bett? Sass. Röhrenfernseher. Wie viele Pillen habe ich jetzt? Oh, es fehlen nur noch 10. Dann kann ich mir maximale Gesundheit reinpfeifen. Beste. Audio ist top. I hope so. Schere. Ja, schon eine schöne Wohnung eigentlich. Oh Mist. Ist okay. Sie sehen uns nicht. Der ist aber optimistisch. Verdammt! Joel! Warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe! Ganz okay. Ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Oh. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist da abgezogen. Wir mussten weg. Da sieht es jetzt vermutlich wie hier aus. Ich bin sicher, Ellie hätte sogar geschossen. Ja, man kann sich bestimmt friedlicher kennenlernen, aber sympathische Dudes, oder? Außerdem völlig richtig, gemeinsam sind wir stärker. Das sag ich schon die ganze Zeit. Und zum Glück hat Joel das auch kapiert. Zwecks Ellies Waffe. Denn die darf jetzt endlich mal eine Knarre tragen seit der letzten Folge. Was haben wir hier? Ein weiteres Upgrade oder was? Kapitel 8, verbesserte Radius von Brandbomben. Bei allen Brandsätzen muss auf die Konstruktion geachtet werden, um eine einwandfreie Detonation zu gewährleisten. Also Molotow-Cocktails jetzt besser. 1,5 Radius, super. Auch wenn ich mit denen sparsam sein möchte, nach der Bloater-Begegnung, wo ich keinen mehr hatte. Aber ich habe tatsächlich 3 Stück und oh, könnte sein, dass mein Arm heute ein bisschen lockerer ist. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Flugschein bestanden. Oh, dann wirst du jetzt mein Privatjet-Pilot. Ich hoffe, du hast einen Privatjet. Weil ich hab keinen. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der, Ich hab versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist sehr ehrenhaft. Mhm.
Aber ey, man könnte wirklich denken, das ist seine Tochter. Sie sieht ihm schon ein bisschen ähnlich eigentlich, oder? Es gibt hier noch eine Geheimtür. Oh, die vielleicht. Ja. Habe dir einen Euro gegeben, mehr habe ich nicht. Bingo. Alles gut, ich danke dir, vielen lieben Dank. Zwei süße Kätzchen, nee, drei sogar. Aufgrund der Einrichtung glaube ich, dass hier ein älteres Ehepaar lebte. Lecker, ein Snack, das ist sehr gut, dann kann ich mir das Medikit erstmal sparen. Oh, und die fehlenden 10 Pillen. Die werden sich jetzt erstmal gottlos reingepfiffen. Yeah. Maximale Gesundheit. Mehr geht nicht. Das ist, glaube ich, so ein Übergangsfernseher zwischen den Phasen Röhrenfernseher und breiter Flatscreen gewesen. Auch noch nie gesehen, sowas. In der Form. Aha. Nice. Wellensittich hatten sie wohl auch, aber der Käfig ist eine Frechheit. Bitte haltet eure Tiere nicht in so kleinen Käfigen. Ellie! Ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, cool. Das freut sie. Sehr schön. Caspian Bunny, danke dir für die Münze. Oh, hier gibt es schon echt einiges zu holen und schön, dass sie das in so eine Wohnung gepackt haben. Ich mag sowas ja, wie gesagt, immer sehr, sehr gerne. Alte, verlassene Wohnungen durchstreifen. Und schauen, wie die Leute so gelebt haben. Wir stellen ein weiteres Messer her. YN Let's Play, vielen lieben Dank für den Fünfer. Fußball heute verloren, darauf eine Frustpizza und einen geilen Stream. Danke damit zur Aufmunterung, freue mich auf das Kapitel. Ach Mensch, ich weiß noch, als ich immer so frustriert war von Fußball. Versuch ein bisschen Abstand zu gewinnen, das ist echt gesünder, glaub mir. Aber ich kann dich verstehen, mir ging es auch lange Zeit so. Immer ganz schlimm, wenn man sich davon nachhaltig die Laune vermiesen lässt. Pop-up Toys. Das Toys R Us dieser Welt. Halt, seid alle mal leise. Weg von den Fenstern. Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Bisschen heftig, dass er so rigoros war. Aber im Endeffekt hat er recht. Es geht hier halt jeden Tag ums Überleben. Aber andererseits, wenn der Rucksack wirklich leer war, dann lass ihn doch mitnehmen, kann er zumindest ein paar Tage mitspielen. Wenn was Wichtiges gefunden wird, dann fliegt er halt wieder raus. Finde ich jetzt schon ein bisschen krass, weil er ist halt immer noch ein Kind. Und man muss auch gucken, dass man trotz der schrecklichen Begebenheiten hier, es den Kindern so einfach macht, wie nur irgendwie möglich. Aber jetzt passt mal auf. Er ist weg. Wer war gerade in der Nähe?
Genau. Ellie hat ihn. Er will ihn abhärten. Ja, ja, ich verstehe das schon alles. Trotzdem finde ich schon, er sollte es ihm so einfach machen wie nur möglich. Ich glaube, er kapiert schon alles. Und ein Spielzeug in einem leeren Rucksack, das macht keine Probleme. Ellie, gib uns Deckung. Hast du gefunden? Na klar. Nee. Sam, da oben war wohl jemand, bleib bei ihr. Sie sind weg. Okay. Wo sind die anderen? Sie wollten noch mal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ja, man kann das auch sehen, wie sie ihn einpackt, wenn man es schlau anstellt. Das stimmt. Ich glaube, bei mir hat man es im Augenwinkel gesehen. Man muss sich entfernen. Erst dann nimmt sie ihn, weil sie halt denkt, niemand sieht's. Das Messer hat jetzt 3 Striche. Tatsächlich. War dann wohl doch ein Bug. Oh, Scheiße. Ich hab da drüben... Mann, wie schlecht bin ich einfach. Hey, er ist hier drüben! Du bist tot, Arschloch! Richtig mies von mir. Das war jetzt keine schwierige Situation und ich versau's. Lass die Kinder in Ruhe, du Stück Scheiße. Hey, Mann. Mach jetzt keinen Scheiß. Halt die Fresse. Ich weiß, ich hab gesagt, wir testen es beim nächsten Mal aus, ob die uns in Ruhe lassen, aber... Nicht schlecht, Alter. Bei dem, was wir im letzten Part über die Hunter erfahren haben... Und wie herzlos die sind, sorry. Keine Gnade. Aber das war jetzt schon schlecht von mir, Alter. Sich so billig erwischen zu lassen, ist traurig. So, ich muss Alkohol loswerden tatsächlich. Das heißt, ich werde jetzt auf unnötig, oder naja, teilweise unnötig, mir ein Medikit ballern. Hä? Wieso steht er trotzdem voll? Achso, ja klar. Muss ja erstmal produzieren. Ja moin, guten Morgen. Sprengstoff ist auch voll. Ja, mach mal die dritte Rauchbombe voll. Rohr tauschen. War da noch eins? Weil ich hatte eins, aber das ist fast kaputt. Deswegen habe ich die Stange genommen oder was das ist. Ich schaue mich sowieso nochmal um. Nimm das Rohr. Wo ist es? Nicht, dass ihr das meint, dass ich gerade weggeschmissen habe, weil das habe ich bewusst getan. Sonst nichts mehr? Nee. Das alte Rohr nicht mal mehr. Doch hier. Hier, guck, das hat nur noch einen Strich. Deswegen habe ich es weggeschmissen. Steffi Schatz, danke für einen Monat Mitgliedschaft. Da drüben noch mehr. Pass auf! Oh.
Das wirst du bezahlen! Mann! Digga. Schlechter Stealth, schlechter Aim. Muss dich bessern. Dezent lost. Aber immerhin keinen Schaden gefressen oder nur sehr wenig. Das ist das Wichtigste. Wie ehrlich hier oben abchillt. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Nur, ich habe einen Schlüsselmann. Und woher hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Gute Begründung. Hier durch. Firefly-Anhänger. Mit einem Schussloch. Ist ja cool. Damit ist er einzigartig. Tina, auch danke dir für einen Monat Mitglied. Hier gibt's noch mehr. Moment, Moment. Oder? Ne, hier nur leer. So, wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so. Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Wirklich? Erstmal an sie ranmachen, Playboy. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber ich glaube 12. Also würde ich jetzt mal schätzen. Ja, die könnten ja gute Freunde werden. Passt doch. Warum nicht? Ehre an Cyril Dominik für 5 Münzen. Endlich wieder spannende und lustige Streams nach der Arbeit mit dem besten Game. Danke für all die Jahre, gute Unterhaltung. Vielen lieben Dank dir fürs Zuschauen. Und ja, Last of Us, einfach geil. Ich habe mich aber auch echt last minute dazu entschieden, das nochmal zu streamen, ne? Wir sind da. Also ganz überzeugt hatten mich die Trailer auch nicht. Nach dem ersten. Aber hab mir dann nochmal einen Ruck gegeben und bisher nicht bereut. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Top. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm, sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten, bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Alles gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin?
Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Hoffentlich klappt das. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleibt nah bei mir, okay? Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Wie sie alle einfach zu den Fireflies wollen. Ha. Aber hier raus klingt schon mal gut fürs Erste. Oh. Hier lang. Das ist ja beeindruckend. Hier oben noch was? Ah, ich hasse es, wenn die Entwickler einen umsonst laufen lassen. Dann pack die Blockade doch hier hin. So, wir müssen jetzt zusammenhalten. Alle vier müssen es schaffen. Wir sind ein gutes Team. Sicher? Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Hey, alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Das war's. Okay, kommt alle weiter. Wie Joel die Fresse von dem einfach in die Fliesen gehauen hat. So ein King-Move. Aber ich höre Infizierte. Frage ist, ist das gut? Weil das beschäftigt die Hunter wenigstens. Jetzt ist es still. Lol. Hey, hörst du? Klicke! Ja, ich höre es, aber ich sehe nichts. Ich sehe ihn. Da drüben, da! Hast du das gesehen? Nicht schlecht. GG, danke dir. Schön Kopf unten halten. Was ist hier los? Warum werde ich gespottet? Hä, warum? Lol.
Da wurde mir die ganze Zeit angezeigt, du bist sichtbar, geh weg. Not again. Ich hoffe, der eine kommt her. Schon wieder? Ist das wegen dem Licht? Ja, aber ich kann von hier hinten den Bogen nicht verwenden. Das geht nicht. Ich glaube, wir riskieren es jetzt einfach. Und ich nehme dann doch mein Gewehr für den Fall der Fälle. Aber ich kann hier eigentlich nicht gesehen werden. Habe ich was zum Werfen? Okay, nice. Dann könnte ich den theoretisch herlocken, aber der Scheinwerfer ist gerade ein bisschen doof. Und jetzt ist er natürlich weggegangen, Mann. Okay. Ich glaube, wir müssen sie aber sowieso killen, weil ich offensichtlich zu dem Generator muss. Wurde der DLC auch geremaked? Ja, und den spielen wir dann. Was zum... Ich hab was gehört. Ja, ich hab's gehört. Ich hab nichts. Machen wir weiter. Wow. Hey, siehst du das? Was ist da? Lol. Ah, man kann nicht aufmachen! Man kann nicht aufmachen! Hey, siehst du das da? Ich dachte, ich schaffe jetzt alles durch Stealth. Schnapp sie! Bei dem Tor! Warum wurde ich jetzt gesehen? Diese Drecksau! Oh mein Gott, war das doof! Hä, wieso sind es auf einmal so viele? Es waren doch nur drei. Nicht verlieren. Schnell heilen. Oh, das ist mal wieder völlig eskaliert. Ich dachte, es wären nur drei. Oh boy. Drüben. Er ist weg. Verteil! Komm rüber, du dummes Stück Scheiße. Aber alleine. Hier ist er! Auf der Treppe! Gut, Henry. Mann, du dummes Arschloch! Wo steckst du bloß? Ah, da bist du ja! Belasse, aber ich muss noch ein Medikit nehmen. Okay. Geschafft. Das war jetzt aber auch Scam. Das waren im ersten Moment nur drei. Ich dachte, mit Licht ausmachen ist gut. Aber nein, dann kannst du das Tor nicht öffnen. Und auf einmal haben sie sich verdreifacht. Scheiße. Also wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, dann hätte ich wirklich von hinten schon mit dem Gewehr geballert. Weil dann brauchst du dich eigentlich gar nicht nach vorne schleichen. Lohnt sich nicht. Uff. Lief jetzt echt nicht so geil. Aber gut. Kein Tod. Das ist das Wichtige. Hier anstellen. Tor D2. Ja, dann mach mal auf. Henry, hilf mir mal damit. Okay. Bereit? Oh nein. Los! Los!
Schalldämpfer? Halt, halt, halt. Hey, sie sind hier drüben! Oh, shit. Oh, nein. Erledigt. Los, kommt schon. Gut gemacht. Ich glaube, wir bekommen noch einen Schalldämpfer, aber später. Bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Okay, schau mal nach. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Mist. Schneller, schneller. Ellie, gehab dich. Los. Oh nein. Okay, hol ihn hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab. Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry? Yo! Noch einmal und los! Wir bleiben zusammen. Ehre. Ehre an Ellie und... naja. Sam... enttäuscht. Los, Gebäude, mach mal! Los! Darf ich dann auch mal? Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Keine Ahnung, aber hier können sie uns wenigstens nicht treffen. Das ist doch schon mal was. Und ich meine, ja. Bisschen kann ich Sam auch verstehen, Henry. Aber das Vertrauen ist dahin. Wir haben sie wohl gefunden. Waffe! Habe ich jetzt nicht erwartet. Und ihr? Am Ende des Tages guckt halt jeder lieber auf seinen eigenen Arsch. So, ich hoffe, wir können hier jetzt gleich rüberspringen. Super. Bringt einfach nichts. Wow. Ah, schnappt ihn! Hinter der Bar! Oh Mann, ich hab echt die Schnauze voll heute mit den Stealth-Gedönse. Okay, los! Dafür wirst du bezahlen! Gut, ich hätte halt auch einfach was werfen müssen. Wieder nicht dran gedacht, ich Idiot. Also ich bin auch wieder schlecht. Bin auch wieder schlecht. Nicht verlieren! Der ist hier drüben! Hey, geht außen rum! Joe! Ja, moin. Dafür wirst du bezahlen. Ja, merke ich gerade. Merke ich. Oh, wo steckst du bloß? Jetzt hab ich dich, Arschloch! Scheiße. Heute schaffen wir es nicht ohne Tod, Leute. Ja gut, stimmt. Ich hätte nicht schmeißen können. Weil dann hätten sie es ja beide gesehen. Ja, true, true. Ich glaube, wir hätten von Anfang an hinter den Tresen bleiben sollen und dann den ersten killen.
und nicht den dahinter, was eigentlich meistens die richtige Entscheidung ist, aber in dem Fall leider nicht. Jemand Lust auf Eis? Ah, ist das nicht dieses türkische Eis, das du so auf einer Platte machst? Oder ist das überhaupt türkisch? Weiß nicht genau. Boah, hier oben steht Cappuccino. Das ist nur so ein mobiler Stand. Nee, ich dachte, es wäre dieses Eis, was so ganz komisch gemacht wird. Auf einer Platte. Das war eigentlich ganz geil. Ich weiß nicht, wie das heißt. F an die Munition. Ja. Nicht mehr viele Schuss. Und leider gönnen die auch nichts. Und wenn, dann immer nur fürs Gewehr. Warum auch immer. Brauch mal wieder Pistol-Muni, bitte. Was eine schlechte Absperrung. Oh nein. Was war das denn? Warum? Los, los, los! Warum bleibt Joe stehen? Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Ach. Oh Mist. Oh Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verdammt. War die richtige Entscheidung. Oh nein. Henry, erwacht auf. Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nicht bist zu... Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werd ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Es ist schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Puh. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Das war heftig. Alles klar? Ja, suchen wir jetzt diesen Funkturm. Hey, mach dir keine Sorgen. Alles ist gut, okay? Ja. Vertrau mir in der Sache, Sam, okay? Klar. Puh, echt schwierige Situation, bei der ich alle Seiten verstehen kann. Wie hättet ihr gehandelt? Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Ich bin schon dabei. Ice Rolls heißt das Eis auf der Platte. Okay, merke ich mir. Augen offen halten! Ice Rolls.
Henry hat recht. Ich hasse Henry. Wieder die beiden Gegensätze vorhanden im Chat. Nein, ich glaube auch, eigentlich hat er recht. Ja. Aber er hätte vielleicht wenigstens noch versuchen können, diese Leiter schnell zu befestigen oder so. Jetzt einfach zu sagen, ey, ich wusste, ihr überlebt es. Schwach. Hallo, Krebse. Lecker, lecker. Cooles Boot. Das schauen wir uns mal an. Ice Rolls mit Kokos und Blaubeer. Ah, Kokos mag ich nicht so. Aber Blaubeer, ja, top. Ein Comic, oder? Mhm. Da ist der Comic, den sie immer liest. Jeder hätte es so gemacht wie Henry. Ah, jeder nicht, denke ich, nee. Ellie zum Beispiel ja nicht. Sie ist runtergesprungen. Wir hätten auch drauf gehen können. Es sieht so aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durcheinander lang genug ausgewichen. Meine Zeit zur See neigt sich dem Ende zu. Ich habe keine Vorräte mehr und dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt. Und wisst ihr was? So musste es irgendwann kommen. Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Was kann schon schiefgehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht auf meinen Schädel. Danke. Ich. Ah, das ist irgendwie so ein bisschen romantisch. Der Kapitän wusste, okay, die Welt ist zugrunde gegangen. Das war's. Ich segel jetzt noch so lange, wie meine Vorräte es mir erlauben. Auf meiner geliebten See. Und dann ist es halt irgendwann vorbei, wenn ich anlegen muss. Ich würde sagen, er hat das Beste draus gemacht. Firefly-Anhänger. Für Familie gemacht, aber bei Personen, die ich einen halben Tag kenne, nicht. Ja, kann man verstehen. Ich denke auch, dass da die Kürze der Beziehung eine große Rolle spielt. Wenn man sich wirklich schon lange, lange kennt, dann riskiert man es vielleicht noch. Aber halt nicht bei fast Fremden. Ja, true. Aber ich verstehe natürlich auch Joel, der sich aufregt. Immerhin hat man das ordentlich geklärt. Hier ist nichts mehr, oder was? Well. Ischs Geschichte, Herz. Ja, es ist eine wirklich schöne Nebenanekdote. Ich liebe sowas. Er hat wirklich das Beste draus gemacht, aus der Schose. Okay, zusammen. Na los, starten wir es. Okay, kommt Kinder, los. Na gut, auf geht's. Du bist dran. Okay. Hol die Lampen raus. Sam, bleib hier. Endlich hast du es begriffen. Das wird jetzt ekelig. Und gruselig. Wir sind sicher nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind. Sich hier unten Joel, zu verstecken. Wir sollten uns hier umsehen. Gut, wir gehen hier lang. Aber es ist ein richtig gutes Versteck. Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Nee, die haben wir nicht. Blockiert.
Oh, da kann man durch, aber Moment. Boah, hier ist es wirklich krass dunkel, trotz der Taschenlampe. Hier lang! Da vorne scheint ein Weg zu sein! Gleich hier! Echt jetzt? Ist das da drüben dann Bonus? Wenn du das aufkriegst, krieche ich durch und mach die Tür auf. Oh, ihr Gitter, eine riesige Ratte. Ellie ist einfach so cool. Springt in das Wasser, obwohl sie nicht schwimmen kann, vertraut Joel. Schleicht sich jetzt hier durch den Gang. Wir können so froh sein, dass wir sie haben. Und für die 14 Jahre... Crazy. Und voilà. Aber ich hab's euch ja gesagt. Das Mädchen ist stark wie drei Männer. Einfach genial. Noch mehr Sprengstoff. Ja, den kann ich jetzt aber tatsächlich nicht verbraten. Das ist ja krass. Message. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Das ist halt das Problem, ne? Du bist nirgendwo sicher, jeder will dich töten. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette, Baby. Unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher. Wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist sie leicht zu verteidigen. Und wenn doch jemand hereinkommt, kann ich ihn in diesem Irrgarten abhängen. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal ein Kanal-Maulwurf-Mann. Wünscht mir Glück, ich... Ach, das ist ja der Seefahrer! Ey, was ein King. Ja, und er hat absolut recht. Also die Kanalisation, das ist ja schon fast so ein Bunker, ein Panzer. Relativ sicher. Ich hoffe, er ist eines natürlichen Todes als 90-Jähriger gestorben. Und nicht gebissen worden. Ellie kann noch gut zielen. Ja, sie ist einfach ein Naturtalent. Können wir nicht hier raus? Hier ist noch was. Nein, da kommen wir nicht hin. Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir zu zweit. Es klappt. Okay, Joe. Wie kommen wir rüber? Wir müssen uns wohl was überlegen. Shit. Hey, das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwie damit. Ja, seine Story geht noch weiter. Okay, cool. Dann werde ich mal gucken, dass ich alle Storyfetzen von Ish finde. Ja, und hier ist doch bestimmt auch noch irgendwo was. Schrauben vielleicht. Je mehr Leben man hat, desto länger kann man auch unter Wasser bleiben. Stand vorhin im Chat. Stimmt. Hier ist was. Ach so, die Blockade der Kette. Okay, dann wäre das geklärt. Aber warum hat Joel jetzt wieder vollen Sauerstoff? Nichts mehr? Henry, versuch's mal! Na gut. Okay. Mimiro, Kuss für den 20er. Dann mal los. Mega gehypt auf den Part. Ja, es geht! Ist mein Lieblingskapitel. Ja, ich denke, meins auch. Ich seh mich mal um. Bleib wachsam! Einfach großartig. Mit Sam und Henry.
Diese Kanalisation war auf PS4 schon gruselig, aber jetzt sieht das so unglaublich realistisch aus. Da scheiße ich mir ein, ähnlich wie in dem Hotelkeller, wo ich echt Angst hatte. Das war richtig gut gemacht. Nutzt mehr die Rauchbomben. Ja, ich finde irgendwie nie den richtigen Moment dafür. Weil gegen einen einzelnen Gegner lohnt sich das nicht, finde ich. Musst es schon auf eine Gruppe schmeißen. Vielleicht mal einen Stein in der Ecke, die alle dahin locken und dann eine Rauchbombe. Irgendwie sowas. Oh nein. Da hat es gerade geklickt. Ja, super. Und ich habe kaum mehr Pistolschüsse. Was jetzt? Soll ich vielleicht erst die anderen holen? Dann muss ich mich nicht allein drum kümmern. Oder geht's da gar nicht weiter? Weil ich glaube, wir müssen da nach rechts. Kann es sein? Ja, du kennst das schon, ne? Na los, Ellie. Na also, sehr schlau. Also geht's doch da drüben weiter. Hä? Kann ich das jetzt auch noch irgendwie loslassen? Oder sie wenigstens mitnehmen als Unterstützung? Ellie ist eh stärker als ich. Die anderen können dann nicht hin. Auch Ellie nicht? Oh Mann. Man kann leider diese Palette nicht mehr loslassen. Kann sie nochmal zurückgehen, bitte? Auch nicht. Unnötig. Was haben die denn überhaupt vor? Hierhin, oder? Dachte ich mir. Jetzt hätte es hier rauskommen. Ja. Sieh nach, ob der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Scheiße. Okay. Jetzt wissen die ganzen Klicker, dass wir hier sind. Ich glaube nicht, dass es geklappt hat. Sag's lieber nicht laut. Hätten die nicht auf mich warten können? Also ich will ja sowieso noch dahinter, aber dennoch, hätten die nicht warten können? Wir sollten jetzt gehen. Nein, ich will noch hier rein. Hans Meier, danke für 2 Münzen. Was ist deine Meinung zu Herr der Ringe? Guck ich erst demnächst. Habe ich noch keine Meinung. Fange ich erst demnächst mit an. Ja, und ich denke, ich nehme die Shotgun in die Hand. Oh, Scheiße. Was hast du denn erwartet? Hat man doch schon gehört. Okay. Ein so ein Messerkill kostet mich aber auch wirklich nur einen Balken. Das ist gut. Sind es nur die 2? Das wäre ja noch okay. Oh, come on. Langsam. Hey, das könnte die Regenjacke des Seefahrers sein. Vielleicht hat er sogar hier geschlafen. Okay, ich
Ich glaube, es ist nur dieses kleine Zimmer. Und ich denke, dass der hier geschlafen hat. Leckerer Snack. Wunderbar. Einfach schon wieder Sprengstoff. Ja, toll. Dann ist man hauptsächlich deswegen jetzt hierher gekommen und ich kann es nicht mal benutzen. Ja, moin. Ja, gut. Für den Snack hat es sich aber gelohnt. Ey, wenn er das nächste Mal nach Hawaii fährt, dann komme ich mit, okay? Lol. Dark Fyrika, danke für einen Monat Mitglied. Und Wolf Wolf für seine großzügigen 20 Münzen. Vielen, vielen lieben Dank. Xenara lässt ein Zehner da, eine kleine Linderung der Energiekosten und ein Dankeschön für die gute Unterhaltung. Ey, behalt das wegen Energiekosten lieber bei dir. Ich habe glücklicherweise Solaranlage. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht trotzdem noch Probleme kriege, aber fürs Erste sollte ich, glaube ich, sicher sein. Energiekosten steigen so unnormal. Wenn es nur deswegen ist, behalt's gern für dich. Ach, die helfen mir da rauf! Alles klar. Trotzdem danke, Xenara. Kuss. Sagen, ihr zwei beeindruckt mich. Wir sind schon Profis darin. Ich laufe da zweimal lang und mir wird die Notiz nicht angezeigt. Hey, wir sollten jetzt los. Was soll denn das? Das ist so eine Sache, die stört mich an dem Spiel. Das ist nicht nur bei den Notizen so, sondern auch manchmal bei den Steinen. Du bist nebendran und drückst sogar noch Dreieck. Trotzdem nimmt er es nicht. Gestern habe ich Leute getroffen, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich, ich weiß. Wir haben Vorräte ausgetauscht und sind wieder unserer Wege gegangen. Sie hatten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Fast hätte ich ihnen von diesem Ort erzählt, aber was, wenn sie wie die anderen sind? Was, wenn? Weißt du was, ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über deine abgedroschenen Witze lacht? Morgen werde ich sie suchen, vielleicht wollen sie mir hier Gesellschaft leisten. Ich. Was ein Ehrenmann. Er ist sich des unnormalen Risikos bewusst und wagt es trotzdem. Ich hoffe, es wird belohnt. Wurde angezeigt? Nee, weil ich habe permanent Dreieck gedrückt und er hat sie ja offensichtlich nicht aufgesammelt. Bist du genug geschwommen? Der hat schon keinen Bock mehr. Aber ja, hat Spaß gemacht. Lol. Was ist denn damit? Da wo Leute drin sind? Kann sein. Gehen wir da wirklich rein? Keine andere Wahl. Sehe ich auch so. Aber erstmal hier noch das Papier und die Pillen mitnehmen. Schwanken der Waffe werde ich als nächstes verbessern. Dann sitzen die Schüsse vielleicht auch mal wieder. Oh, lul, hier ist einfach auch noch Werkzeugstufe 3 sind wir jetzt, oder? Ja. Können also unsere Waffen weiter verstärken. Hey. Schöne Verzierungen hier. Oh Mist. Oh. Eine Akustik. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Genial. Wer
wohnt denn hier? Jemand, der das hier für ein gutes Versteck hielt. Ist es doch auch. Hausregeln. Wichtig, bitte lesen. Sicher gehen, dass alle Türen abgeschlossen sind. Nach dem Passwort fragen, wenn Fremde kommen. Nicht rumschreien oder laut spielen. Ins Versteck rennen, wenn der Alarm losgeht. Das war der gefühlt sicherste Ort im ganzen Land. Hä? Shorty. Ach, das ist diese Handshotgun, von der ihr erzählt habt. Ja. Hä, warum gibt es das? Ist das nicht ein bisschen unnötig, wenn man schon eine Schrotflinte hat? Aber okay. Well, nehme ich mit. Super. Ellen, nicht. Beruhig dich. Hey Sam, ja? Stell dich mal darüber. Okay. Bereit? Okay, mach schon. Oh, Henry, hast du das gesehen? Bisschen zentral, aber guter Schuss. Okay. Ja. Sorry. Ja, er hat recht. Er hat leider recht. Wir wissen nicht, ob hier Klicker sind. Voll geil, die hatten hier einfach ein Fußballtor. Und da sehen wir schon, offensichtlich hat das Zusammenleben gut funktioniert. Die Kinder hatten ihren Spaß. Ich hatte Gesellschaft. Da wurde eine schöne kleine Community aufgebaut. Aber irgendwann ist wohl was passiert. Sonst wären sie ja noch hier. Hörst du das? Infizierte. Leise. Kann ich nicht noch irgendwo die Waffen verbessern? Ich meine, wir haben die Stufe gerade gefunden und eine neue Waffe. Das ist alles eigentlich ein Vorzeichen für eine Werkbank. Achtung! Es kommt noch mehr! Du musst aufpassen! Nein! Tja, wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist. Dem Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Fraglich, ich weiß. Waren sie das wirklich? Dann haben wir sie jetzt töten müssen. Und ihr schreibt mir, ich habe wieder eine Notiz und Pillen übersehen. Was ist denn los? Vor allem, warum seht ihr das und ich nicht? Oder war das am Anfang, als er noch gelabert hat? Da wollte ich natürlich nicht stören. Bin's nicht. Und so groß ist das Areal jetzt auch wieder nicht. Voll traurig, wenn das die Familie war. Ja. Aber ich befürchte, da gibt's keine Zweifel. Ja, wo denn? Jetzt war ich schon dreimal überall. Hier sind auch nur die Hausregeln. Also, sorry, ich sehe nichts. Im Spind.
die Notiz. Fabian, danke für die Mitgliedschaft und Kerem für krasse 70 Münzen. Ehre, 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 Kuss. Genialer Typ. War, glaube ich, auch schon vor 2 Tagen am Start, der King. Danke dir. Voll? Ja, gut. Viel Kapazität hat die Shorty nicht. Aber dafür 2 Schüsse im Lauf, das ist nice. Oh, eine Waschkammer. Hier ist eine Notiz. Ich glaube, ihr meintet die, oder? Hallo Susan, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass diese Regenfänger eine großartige Idee waren. Ziemlich klug, Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich den Kindern einige Wasserpistolen gegeben habe. Selbstverständlich wurde ich den ganzen Tag über nass gespritzt. Ah, cool. Wenn du nicht willst, dass sie sie haben, lass es mich wissen und ich nehme sie ihnen wieder weg. Wir sehen uns beim Abendessen heute Abend. Kleine Warnung am Rande. Kyle macht schon wieder seinen speziellen Hackbraten. Ich. Mann, die haben hier so friedlich zusammengelebt. Und dann eskalierte alles. Ist das ich? Wie auch immer, rest in peace. Und die anderen haben wir jetzt wenigstens erlöst. Hier liegt auch noch einer. Im Fußballtor. Komm ich jetzt nicht mehr zurück, oder was? Hä? Das war doch die Tür, oder nicht? Komme ich nicht mehr hin, offenbar. Wie lächerlich ist das denn? Ihr könnt ja mal raussuchen, was da gestanden hätte. Es ist echt schwieriger, in dem Remake die wesentlichen Gegenstände zu finden, weil alles so echt aussieht. Da fallen die Sammelgegenstände gar nicht mehr so auf. Hier waren wohl die Kinder. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind jetzt alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Kyle. Oh, Digga, der musste einfach die Kinder umbringen. Und er hat das auch getan. Alter. Ich könnte das nicht. Aber andererseits, er mit Sicherheit auch nicht und er wird einfach nur gedacht haben, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nur schlimmer für sie. Sie mussten nicht leiden. Ja, ich hoffe. Digga, das ist wirklich harte Kost. Das ist echt heftig. Scheiße.
sehr, sehr krank. Hat jetzt noch jemand den Inhalt der verpassten Notiz? Hey, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt man auch anders dahin. Hier lang vielleicht? Weg da! Sam! Oh. Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Digga! Was? Das Ding bewegt sich nicht. Dann weg. Verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf. Los. Fuck. Warum macht er keine Geräusche? Dann hätte er ihnen helfen können. Ich hätte dagegen gehauen wie ein Dummer, damit die zu mir laufen. Ja, ich weiß. Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Das war gerade richtig lost von den beiden. Okay. Aber gut, auf der anderen Seite, das werden nicht die einzigen sein. Hier bei uns sicherlich auch. Ja, ich höre sie schon. Hast du gesehen? Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Es sind Stalker. Na super. Wo sind die hin? Die sind wirklich so unberechenbar. Da links! Wie machen wir das jetzt? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das leise zu tun? Oh, da war einer. Was? Yo. Scheiße, Mann. Der Idiot lädt nicht nach, Mann. Lad! Nach! Schneller! Digga. Völlig verkackt. What the fuck? Ich konnte ja gar nicht mehr weg. Ja, okay, RIP. Das ist ja krank. Die kommen von überall und sind schneller. Die Stalker sind schneller. Du kannst nicht mehr flüchten. Und diese Shorty bringt's leider nicht. Wenn du nachladen musst, dauert das viel zu lange. Und es sind zu viele. Es sind viel zu viele. Oh boy. Also ich schmeiß jetzt hier mal eine Nagelbombe hin. Das wollte ich vorhin schon machen eigentlich. Ja.
weiß nicht, wie ich es versuchen soll. Es sind einfach zu viele. Anders als die Shotgun, killt die Shorty leider auch nicht safe. Oh, what the fuck? Junge. Werf den Molotow-Cocktail! Alter, das ist ein Chaos! Wo ist Sam? Digga, das ist ein richtig krankes Chaos hier. Aber der Molly hat geregelt. Ich glaube, 4 haben gebrannt. Was war das bitte? Wie konnte dieses Ding noch leben? Wir haben noch nicht alle. Voll auf Sam. Wurde der mitverbrannt? Du kannst sie nicht mal aufspüren, weil die so scheiße leise sind. Aber ich glaube, er ist da oben. Ja. Die sind so schlau. Locken einen mit Absicht in den Hinterhalt. Haben wir es dann langsam? Jetzt imagine, Henry verliert Ellie und sie stirbt. Während wir hier seinen Bruder retten. Das wäre wirklich krass belastet, oder? Aber hey, volles Vertrauen in Henry. Alter, lauf doch nicht so vor meine Fresse. Ich hätte dich jetzt beinahe weggeballert. Was ist denn hier los? Schlafzimmer. Oh, da kommt einer. Das ist er doch, oder? Das ist nicht Henry. Sam. Ja. Du dummes Stück Scheiße. Ich weiß, dass du da bist. Baller dich weg! Gut. Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Ja. Gut, ja, aber trotzdem einmal verreckt. Dennoch, heftige Stelle. Diese ganzen Stalker in Kombination mit Clicker, das ist krank. Die haben auch die KI von den Stalkern aus dem Fangame übernommen. Das sind nicht die gleichen wie aus dem Original und dem Remaster. Weil die haben sich, soweit ich weiß, auch gar nicht versteckt. Im Original und im Remaster, sondern die sind auf einen zugerannt. Permanent. Das ist jetzt anders. Die nutzen jetzt die Taktiken aus dem Fangame. So gesehen wurde das Spiel also auch dahingehend schwieriger. Und ich finde es gut, dass sie das übernommen haben. Puh, okay. Einmal gestorben, ist noch in Ordnung. Jetzt müssen wir aber durchziehen bis zum Ende des Streams ohne weiteren Death. Ich find's eine Frechheit, dass ich meine Waffen nicht upgraden konnte, oder habe ich die Werkbank übersehen, Mann?
Munition, immer gut. Gerade jetzt, wo wir ziemlich leer sind. Brauch was zu essen. Bloater wäre jetzt Endstation. Jo, wäre da noch ein Bloater dabei gewesen, wäre ich, glaube ich, noch häufiger verreckt. Oh, der Kindergarten. Das, wie in der Schule. Warum oder hat Schule. Erwischt? Tja, wenn ich das wüsste. Sie haben sowas nicht verdient. Ja, ist so. Ist so. Würde gerne wissen, was passiert ist. Hat irgendeiner nicht aufgepasst? Oh, das ist so schön. Unsere Beschützer, Danny und ich. Kannst du die Leiter runterholen? Ja. Das ist so süß. Ich hoffe, sie haben wenigstens einige Jahre hier überlebt. Die Armen. Bin mit 6 Geräten im Stream? Hä? Warum das denn? Hier jetzt auch schon wieder die Situation. Seht ihr das mit dem Tuch? Ich bin da jetzt schon 3-mal oder so lang gegangen, habe auch schon 50 mal Dreieck gedrückt und der sammelt es einfach nicht auf. Jetzt erst. Das finde ich wirklich nicht gut. Das war im Remaster schon scheiße und das ist leider im Remake auch scheiße. Aber es ist wenigstens die einzige Kritik. Neben dem Preis. Okay, weiter. Danny und ich sehen aus wie Soldaten. Ja, so nehmen die Kinder sie halt wahr, ne? Als ihre Beschützer. Die standen wahrscheinlich auch Tag und Nacht Wache mit der Waffe, damit es den Kindern gut geht und sie keine Angst haben müssen. Absolute Ehrenmänner. Mach schon. Na bitte. Gut gemacht. Wir sind noch nicht sicher. Ist das Ellie? Na los. Das war sie. Joe, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter. Durchgang, da drüben. Sam! Schnell! Es sind viel zu viele. Ja, hab ich gesehen. Ellie, hält das? Geh weg von der Tür! Wir müssen zusammen versuchen. Das war so schnell. Sam! Er ist durchgekrochen! Er ist was? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hol uns hier raus! Na dann beeil dich! Okay, los. Good job. Alle nach oben. Na los. Sind wir hier sicher? Waren doch sehr, sehr viele hier, ne? Oh, Baseballschläger. Okay, schnell Tür aufmachen. Das Ding klemmt! Hilf mir hoch! Ich kann durch das Fenster! Mach von der anderen Seite auf! Mach schnell!
Na los, Sam. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon. Los. Sie kommen. Achtung! Mist. Dann mal los. Scheiße, Mann! What the fuck? Dann nutze ich diese beschissene Rauchbombe und das ist ein Müll, Junge, ey. Wahnsinn. Braucht erstmal 5 Minuten, bis sie hochgeht. Und dann kann ich die Scheißklicker ja doch nicht one-hitten. Ich dachte, wenn sie paralysiert sind, One-Shot, ja, aber nein. Ah, das ist ein Klicker-Spam, Alter. Piss dich, du Wichser! Lauf! Okay, mach los! What los. The hell? Frische Luft! Sind wir da? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Kommt, na los. Oh. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Ja, nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Ja. Aber mit 2 Toten an den schwierigen Stellen. Belastend. Ist aber auch wirklich heftig auf schwer. Damn. Und ich lese gerade, die Tür ist einfach schon früher offen. Hä? Und warum brüllen die beiden nicht permanent in unsere Richtung? Kommt, kommt, kommt. Und ich bin so sicher, wir haben irgendwo eine beschissene Werkbank übersehen. Scheiße. Na, keine Munition mehr. Krass, aber schönes Erlebnis hey, da unten. Hey, sind mal da. Tja, was habe ich gesagt? Ha? Mal sehen, wie wir hinkommen. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Du wärst stolz. Geil. Ja. Mhm.
Jetzt ist er stolz. Sehr gut. Haben sie gerufen? Ja, hätten sie aber permanent machen müssen. So wie ihr, wenn ihr den Chat zuspammt. Bei einmal, hallo, hier lang. Kriegt man das nicht mit bei dem ganzen Geschrei? Also von den Infizierten. Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Also ich finde jetzt nicht, dass man das gecheckt hat, dass man da nicht alle killen muss. Aber naja, gut. Mehr Action. Glaub, da sagt er nicht nein zu. Bald kommt wieder eine Werkbank. Ey, please. Oder wurde eine auf schwierig gestrichen? Ich bin sicher, dass in dem Tunnel eigentlich eine sein muss. Na, egal. Trotz der zwei Devs, Leistung okay, hoffe ich. Und ja, Atmosphäre, Gameplay, tipptopp. Jetzt können wir wieder ein paar Häuser auskundschaften. Zeit zum Runterkommen. Es ist sowieso schwierig, das Schicksal von Ish und den anderen zu akzeptieren, weil sie haben es wirklich nicht verdient. Es tut mir sehr leid für sie. Michelle, danke für den Zehner. Ach, ist dasselbe Haus, ne? Freue mich mega darüber, dass du nochmal Last of Us zockst. Liebe das Game sehr, vor allem nach dem eher enttäuschenden Fangame. Freue mich darauf, die geniale Story des Originals nochmal bei dir zu erleben. Macht viel mehr Spaß, ja. Ich habe eine Waffe. Wer plündert, wird erschossen. Ich werde tödliche Schüsse abgeben. Ja, kann man ja verstehen. Da ist Trotzdem. Dunkel, als der Cordyceps kam. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnten. Was weißt du noch? Oh, Barbecue. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. Aber grillen sollte doch eigentlich kein Problem darstellen. Es wurde doch sogar gemacht, haben wir ja gesehen, als wir mit Tess unterwegs waren. Aber ich denke, er meint die gemütliche Atmosphäre mit Freunden, Nachbarn. Ja, das ist natürlich dahin. Entspannt ist hier nichts mehr. Schieße sofort. Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Ich mag's, wenn sie über die Anfangszeit sprechen. Von hier kamen wir, ne? Ich glaube, wir müssen runter. Du hast dein Stockwerk vergessen. Ach, Mensch. Hier in dem Haus? In der Garage ist Werkbank. Hä? Die hier? Nee, es ist keine Garage, es ist eine Küche. Im Haus ist auch ein Safe. WTF? Ja,
aber die Treppe hört hier auf. Trotzdem war ich hier noch nicht. Okay. Lost. Ja. Danke für die Info. War wohl mal ein Kinderzimmer von einem Mädchen. Eine weitere Nacht und weitere Schießereien. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus den Fenstern der Carsons erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, es sei sicher und, noch wichtiger, versteckt. Leicht zu verteidigen, das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut mir nur, weil ich Kinder habe. Ich glaube nicht, dass wir noch hier bleiben können. Wir können ihm wohl vertrauen. Ich werde morgen allen vorschlagen, sein Angebot anzunehmen. Kyle. Na, das war keine gute Idee, oder? Leider nein. Aber ein Safe sehe ich hier jetzt nicht. Das war eben ziemlich heftig, ha? Oh ja. Absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh, ich... Meine Freundin, Marlene, wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Ihr scheint euch gut zu verstehen. Tja, und jetzt... Jetzt kommandiere ich ihn rum. Nicht wahr, Joel? Stimmt. Mittlerweile schon. Aber ist gut so. Joel ist endlich aufgetaut. Vertraut dir. Und das ist schön. Safe kommt noch. Dann habe ich ihn aber nicht verpasst. Ihr müsst schon bei der Wahrheit bleiben. Ellie ist der Boss. Yo. Ist auch besser so. M-Punkt, danke für eine Münze. Lennox, zwei Lesser da. Was ist deine Top 5 Zelda Games? Ah, sei mir nicht böse, aber falscher Stream, um die Frage jetzt zu beantworten. Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Ich sag dir aber schnell meine drei. BOTW, Windbreaker, Twilight Princess. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Lecker. Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Ehrlich? Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Ich hab diese Eiswagen immer gehasst. Wegen der Musik. Werkbank im Keller. Ist das nicht der Keller? Ist nichts. Nee. Eiswagen sind gruselig. Ja.
Da ist eine Garage. Da ist die Werkbank. Okay, dann an die Arbeit. Okay. Haben wir schon Panzerbrecher? Nee. Sollten wir aber vielleicht jetzt mal drauf machen. Auch wenn es viel kostet. Lena Lunicorn Buck, vielen, vielen Dank für den Zehner. Seit dem ersten DKC-LP dabei, schaut deine Videos meist einfach in Dauerschleife, daher eher eine stille Zuschauerin. Das ist sehr gut für die Watchtime, vielen lieben Dank. Elite-Content damals wie heute, dachte ich, lass mal was springen, wenn ich dich schon mal live erwischt habe. Vielen lieben Dank, Lena. Ja, durchlaufen lassen. Ich will ja niemanden anstiften, aber das gefällt dem Algorithmus. Bisschen lost heute? Nee, finde ich nicht, weil der Tipp mit der Werkbank war falsch. Spaß viel zu sehr mit Schrauben, das kann sein. Deswegen ändere ich es jetzt. Aber auch da habe ich auf euch gehört, ne? Nicht vergessen. Sniper ist OP. Jetzt mit Panzerbrecher ist die schon sehr, sehr geil, ja. Ich weiß nicht, soll ich die Shorty noch verbessern? Die benutzt man aber wahrscheinlich eh nicht so oft, oder? Weil es auch kaum Munition dafür gibt. Nachladetempo vom Bogen werde ich aber mal pushen. Der Big Mac, vielen, vielen Dank für eine Münze. Bruno Alves ist Mitglied, ein Monat, Sunburn 2, Golden Boom 1. Willkommen an alle. Noch Vorschläge, was ich pushen kann? Revolver, oder? Bei Shorty weiß ich nicht. Was ist eure Meinung? Kommt die noch oft zum Einsatz? Ich glaube nicht. Waffen muss man immer, egal welches Spiel, maximieren. Nicht ganz richtig, weil man häufig ja bessere Waffen später im Spiel bekommt und dann möchte man natürlich die Upgrades da reinballern. Pistole oder Revolver? Pistole hat auch nichts verdient, finde ich. Ich nutze die immer nur, um ein bisschen da... Ja gut, 15 geht natürlich, klar. Ich nutze die aber nur, um ein bisschen rumzuschießen. Wenn es ernsthaft heiß wird, gehe ich auf Revolver oder was anderes. Weil dafür ist die einfach zu schwach. Dann hau ich lieber noch was in die Shorty rein. Streuung müssen wir reduzieren. Miriki Holly, danke für 2 Münzen. Ich möchte nur sagen, dass du meine Kindheit bist. Sehr süß. Danke dir, liebe Miriki. Rückstoß, ja. Noch. 3 Schuss
schmeckt. In Last of Us kriegt man nicht genug Schrauben, um alles zu maximizen. Hatte ich auch immer das Gefühl, ja. Geoff Carello, vielen lieben Dank für den 10er. Hey, hast du von dem Game Tell Me Why gehört? Ist vom selben Entwicklerstudio wie Life is Strange Reihe. Vielleicht ist das Game was für dich. Soll auch echt cool sein. Klar kenne ich das. Hab mich aber schon mehrfach mittlerweile dagegen entschieden. Interessiert mich leider nicht ganz das Setting. Reichweite geht noch nicht beim Bogen. Brauchen wir Werkzeugstufe 4 für. Dann wird der Rest gespart. Das ist nicht schlecht. Wie nice das alles aussieht hier. Aber in dem Haus waren wir noch nicht. Wo ist denn jetzt der Safe, den ihr erwähnt habt? Kommt der noch? Ja, und nochmal ein paar Schrauben. Vielleicht gehe ich nochmal zurück. Ja, aber das stimmt schon. Man muss wirklich sparsam mit den Schrauben sein. Das ist nicht einfach nur ein Rumgeeiere von mir. Man bekommt nicht so viele. Das ist kein Spiel, wo man... Oh, lol. Wo man die Waffen alle auf ganz entspannt maximieren kann. Das gibt's hier nicht. Was ist hier los? Bist du okay? Ja, die verdammte Decke kommt runter, pass auf! Hilf mir da hoch. Was geht denn hier ab? Pass auf. Ich hatte Angst, dass da gleich eine Leiche oder ein Zombie runterkommt. Ist da oben vielleicht das Safe? Und was gefunden? Ellie? Oh. Und bitte. Dankeschön. Oh. Nahkampfwaffen verbessert. Modifikation hält 2 Treffer länger. Ach so, die Modifikation. Also wenn ich da diese Spitzen dran schraube, oder? Ah gut, dann ist dieses Upgrade jetzt wenigstens mal attraktiv. Weil für einen Schlag habe ich das ehrlich gesagt nicht gefühlt bisher. 2? Ja, da sieht es schon anders aus. Weil damit kann man tatsächlich one-shotten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Kara, du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf, er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemandem außer mir die Tür, spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setze deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald, Dad. Irgendwas sagt mir, er kommt nie wieder. Wo sind die Kinder hin? Haben sie es geschafft? Ich denke, wir werden es nicht erfahren. Aber ich hoffe das Beste.
Mann, warum kann ich da nicht runterspringen? Auf zum nächsten Haus. Wo sind eigentlich die Hunde hin, die ich da vorhin gesehen habe? Moment mal. Wenn ich hier jetzt runterspringe, komme ich nicht mehr hoch. Wo ist der Safe? Aber ich habe weder Safe noch Notiz gefunden. Seid ihr euch sicher, dass da was ist? Anderes Haus, zweiter Stock. Ja gut, wir waren jetzt hier in 5 Häusern. Aber, ja. Ich schaue vielleicht hier nochmal rein. Könnte durchaus sein, dass es hier ist, ja. Bin ich dann hier noch gar nicht gewesen, oder was? Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, ich lese das später. Ich sag's ja, das ist wirklich unübersichtlicher geworden, das Spiel. Auf PS5. Aber gut, es ist natürlich auch immer einfacher, auf der Couch zu liegen. Und ganz für sich allein zu spielen. Dann findet man natürlich immer alles. Okay, Code ist 82136. Dann ist der Tresor wahrscheinlich ganz unten. Helly, guck mal hier. Jetzt kann ich nicht sehen, was da unten abgeht. Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Das waren wohl die, die wir bekämpft haben. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich muss Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Puh, da hilft nichts. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben, aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu gutem fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Ich. Ich ist zu gut für diese Welt. Hier ist der Tresor. Ist das dann vielleicht seiner? Aber ich ist definitiv zu gut für diese Welt. Ruhe eher in Frieden. Oh, ich glaube, wir haben alle Tresoren. Kommt da echt keiner mehr? Na gut. Die spielen unten Dart. Hey Sam. Oh. Vorsichtig. Ja, okay. Okay, ich zuerst. Oh. Verdammt. Du bist dran. Okay. Nur werfen? Ja. Wusch. Ein Naturtalent. Glück. Nein, was nicht? Eines Glück. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Komm, Ellie, zieh ihn ab. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay,
Unentschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. Bin mir gar nicht sicher. Ich kenne mich mit den Regeln auch nicht so gut aus. Lol. Ich kann selber noch werfen? Es kommt war aber gescriptet. Kinder wieder Kinder sind. Gehen wir. War gescriptet. Ich konnte da jetzt nichts machen. Aber Joel, das ist schon peinlich aus, keine Ahnung, 3 Metern maximal. Lol. Ich schmeiß immer just for fun Pfeile auf eine Dartscheibe, aber ich habe keine Ahnung von den Regeln. Okay. Wir könnten ja wirklich glatt nochmal zurückgehen zu der Werkbank. Aber ich lasse es. Ellie hat gewonnen. Würde ich ihr zutrauen. Oh Mist! Deckung! Scheiße! Wo ist das hergekommen? Irgendwo da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich abhalten. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Sollte eher beim Dolphin bleiben. Schnauze. Ich glaube, wir sehen gleich noch mehr Tode. Gegen den Sniper habe ich doch keine Chance. Digga. Was ist das? Aber ich hoffe, er ist wenigstens alleine. Puff, am Ende ist es ich. Ich kann mir nicht sicher sein, dass er alleine ist. Ach, keine Mundi mehr? Fuck. Nee, er ist nicht alleine. Da sehe ich schon 2. Na, großartig. Na komm. Na komm. Hey, was ist? What the fuck? Ja, mal wieder ein Bug. Sehr gut. Du bist tot, Arschloch! Sorry, ich raste aus. Da... Ich hab ihn. Alles nur wegen dem Bug? Weil dieser... Weil er einfach fest... geklebt war. Ist er da drüben? Hier ist er nicht. Ja, und die anderen... Achso, die... Na ja, gut. Stimmt, ich hab denen ja gesagt, sie sollen da bleiben. Aber die hätten mir wenigstens irgendwie... auf dem Weg zumindest Support geben können. Komm her. Thank you.
Der, lol, der hat einfach seinen Freund erschossen. Ich hab nichts gemacht, der hat ihn erschossen. Dafür wird dieser Mistkerl büßen. Er darf nicht entkommen. Ist er noch da? Er ist weg. Hui. Der Bug war funny. Nee, Mann, mich hat das richtig aufgeregt. Ich hab dafür ein Medikit jetzt verschießen müssen. Irgendwie kommen da auch immer mehr nach. Bei dem einen Bree, der erschossen wurde, müsste noch Munition liegen. Das ist sogar ein Molotow-Cocktail. Ja, dann habe ich einen frei. Wo bist du, du dummes Arschloch? Das läuft hier schon wieder so richtig scheiße, ich könnte kotzen. Ich hab auch übelst Angst. Das Spiel ist echt heftig. Ja. Du bekommst keine Verschnaufspause hier. Okay, hier ist nichts mehr. Und ich muss echt aufpassen, weil wenn ich auch nur einen Schritt nach draußen mache, kriegt mich der Sniper. Und ich habe keinen Schimmer, wo der Typ hin ist. Ich hoffe, der ist einfach weg. Es sind ja auch so viele hierher gerannt. Ich glaube, wir haben schon alle. Oder? Der Sniper ist, glaube ich, in dem Haus dahinter. Hinter der Ruine. Oh, ich kann darüber springen. Lass nochmal gucken. Von wo kommt der Schuss? Jetzt schießt er natürlich nicht mehr. Aber ich glaube, das mittlere Haus. Oh, da kommen welche. Drei. Woher wissen Sie denn, dass ich von da komme? Ist er da drüben? Er ist weg. Jo. Dann versuchen wir es von hinten. Ich hoffe, es ist dieses Haus. Junge, Junge, dieses Spiel. Schnell Medi basteln. Und Schotti. Och, wie schön eingerichtet. Das ist ja richtig kuschelig hier. Das muss das Haus sein. Da kommt einer von hinten! Und der hat geahnt, dass ich da bin. Okay, jetzt muss ich ihn schnell finden, oder? Das war's. Ist das jetzt Real Talk das falsche Haus?
Ah, warte, es geht noch weiter rauf. Aber diese Bastarde sind hier. Die finden mich gleich. Kinderzimmer. Oh, 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 hier! Da ist das Gewehr! Schnell, mach die Tür zu! Okay. Dann halt so. Oh nein. Was soll das denn werden? Ich bin übelst am Schielen, Alter. Scheiße. WTF? Verdammt. Was? Okay. Was ist das für ein Schmutz hier? Ich habe ja gefühlt maximal 2 Versuche pro Gegner. Die sind gepanzert auch noch. Und ich weiß nicht mal, wo Ellie ist. Ist sie da bei den anderen? Weil ich sehe da nur Sam und Henry. Wo ist Ellie? Ach doch, die ist auch da. Okay. Hä? Was ist das für eine Scheiße? Na los, Leute. Vor allem, ich kann diese blöde Ansicht nicht mal wegnehmen. Ich sehe so nichts. Erst nach einem Schuss. Immerhin sitzen die Treffer jetzt. What the fuck? Oh nein, wenn ich jetzt verkacke, ist sie tot. Ach komm, es ist doch wirklich lächerlich. Was ist denn das für eine dumme Scheiße? Nein, ich möchte nicht zoomen. Hat damit nichts zu tun. Muss diese Call of Duty-Einlage wirklich sein? Ja, jetzt sehe ich wieder nichts. Na komm. What? Nein, nein, nein. Sind diese Eindringlinge aus der Stadt? Na los, Henry. Ich kann gegen das Ding nichts machen. Die Leiche, die da drauf gespannt ist.
Komm, ich hab den Arm getroffen. Piss dich. Oh, oh, oh. Drecksau. Komm raus! Ich werd dich ab. Yeah. Scheiße! Oh, alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Sieh mal da. Okay. Geschafft. Wir müssen weg. Okay. Oh, Sam! Sam! Kann das auch mal enden jetzt? Ja, geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. What the hell? Das schaffe ich nicht! Hä? Ja, wie lasse ich denn los? Ich will nicht mehr schießen! Hallo, stopp! Das ist doch jetzt ein Witz langsam. Oh Gott. Das hast du ja früh erkannt, dass es keinen Zweck hat. Digga. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Alles okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Was sollte das? Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Yeah. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Bäh. Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen.
Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Hoffentlich. Ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich habe ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld. Henry! Henry, nicht! Diese Szene ist so schlimm. Mindestens so sehr wie Sarahs Tod am Anfang. Jackson County. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Boah, ich auch nicht. Jedes Mal so eine Leere nach dieser Szene. Es ist wirklich brutal. Vor allem, weil ich finde die beiden so krass sympathisch und es war so ein tolles Team. Aber es endet alles dann doch, wie es kommen musste. In einem Drama natürlich. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig zu tanken. Beim ersten Mal spielen habe ich geweint, das weiß ich noch. Ah, es ist krank. Aber das macht das Spiel auch so besonders. Fast das Traurigste an der Szene
der Moment, wo Ellie ihm den Spielzeugroboter gibt und man erwartet, yo, der freut sich jetzt unnormal, aber er wirft ihn auf den Boden, man denkt sich, hey, what the fuck? Und dann der Biss und du weißt, oh scheiße, das war's. Und er hatte so höllische Angst, deswegen hat er mit Ellie auch darüber gesprochen. Ja, ich glaube, das müssen wir alle erstmal verdauen. Das ist wirklich heftig. Und es geht heftig weiter. Im Herbst von The Last of Us das nächste Mal. Hoffentlich geht's wenigstens Tommy, Joels Bruder, gut. Den haben wir lange nicht gesehen. Aber ich rieche schon das nächste Drama. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Und passt auf euch auf.